hier ist wieder deine Ramona und wie du dieses köstliche Pfirsichsorbet mit Weißwein herstellst, das zeige ich dir jetzt. Für das Pfirsichsorbet benötigst du 500 Gramm Pfirsiche, 2 bis 4 Teelöffel Puderzucker, je nach Geschmack und Süße der Früchte und 200 Milliliter Weißwein. Als erstes überbrühst du die Pfirsiche mit kochendem Wasser, um sie zu häuten. Nachdem du sie gehäutet hast, entfernst du nun den Kern und schneidest die Früchte in Stücke. Nun kommen die Pfirsiche für ca. 5 Stunden in den Tiefkühler. Nun die Früchte aus dem Gefrierschrank nehmen und für ca. 10 bis 15 Minuten antauen lassen. Wenn die Früchte kompakt zusammengefroren sind, kann sich die Antauzeit etwas verlängern. Die Früchte mit Puderzucker und ca. 100 ml Weißwein in den Extra Turbo geben und zu Sorbet verarbeiten. Das Sorbet in die Gläser verteilen und mit dem restlichen Weißwein begießen und sofort servieren. Einfach köstlich. Noch mehr tolle Rezepte für den Extrachef findest du im Rezeptheft einfach mit allen Extras im Katalog oder auf deiner Tupperparty. Und den Link zu meinem Online-Shop habe ich dir im Übrigen hier unter das Video in den Text reingeschrieben. Und dort findest du auch meine Telefonnummer, falls du sie noch nicht hast.